Was fährst du eigentlich für ein Fahrrad? Merkt man das ovale Kettenblatt? Tubeless, ja oder nein? Stahlfeder oder Luftfederdämpfer? Was ist besser? Darum geht's heute. Eine Kleinigkeit auch nochmal so zwischendurch. Alle in diesem Video getätigten Aussagen entsprechen zu 100% meiner Meinung und meinen persönlichen Erfahrungen. Ich stehe zu keinerlei Kontakt in irgendeinem der verschiedenen Hersteller. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Erzähl doch mal ein bisschen was über dein Bike oder vielleicht mal anders. Wie bist du überhaupt zum Mountainbiken gekommen? Ich würde sagen ungefähr 5 Jahre und im Prinzip fing alles damit an, dass ich damals beim Kollegen gesessen habe, der halt aus der Schweiz wiedergekommen ist. So, und dann ist es bei uns so gewesen, ein paar Monate vorher habe ich mir damals so ein Cube Aim geholt, also einfach ein Hardtail als 29 Zoll, einfach nur um Fahrrad zu haben. Für mich war Mountainbiken halt damals noch keine so große Option. Und ja, er hat mir dann erzählt, dass er in der Schweiz halt immer mal wieder durch den Wald gefahren ist und dass es da auch so gebaute Strecken und so gab. Und ich habe schon gedacht, ja klar, aber sowas gibt es ja hier in der Nähe nicht. Dementsprechend war das Thema auch für mich dann schon wieder durch. Ja, und dann sind wir einfach mal irgendwann eine Runde Fahrradfahren gewesen und dann dachte ich, ey krass, das sieht aus wie ein Sprung und ey, das ist ja auch einer und ey, was passiert hier eigentlich? Ja, und ziemlich schnell war mir zu dem Zeitpunkt auch klar, dass das ziemlich sicher einer meiner nächsten Hobbys werden wird. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich mir mein erstes Fully damals geholt, das war so ein Univega Renegade. Ja, ich weiß noch nicht mal genau, in welche Kategorie man das so ein bisschen zusammenfassen kann. Letztendlich habe ich das Fahrrad, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr gefahren und habe halt immer wieder auch Sachen dran verändert. Also vom Umbau der Schaltung, neuer Lenker, neue Laufräder, hier mal neuer Dämpfer, da mal neue Griffe, neue Bremsen und so weiter. Und dann war es bei mir halt so, dass ich gesagt habe, alles klar, hier machst du jetzt einen Cut. Und wirklich alles das, was ich dann an Geld noch quasi in dieses Fahrrad reingesteckt hätte, habe ich dann für mein nächstes Fahrrad gespart. Und das war dann damals, das nächste Fahrrad war dann das Giant Rain 1,5 Limited in Neongelb, Neon-Türkis. Richtiger Blickfang, war auch super lange zufrieden mit dem Fahrrad. Allerdings haben sich dann meine Interessen so ein bisschen ja, gefächert in... Oder beziehungsweise nicht gefächert, sondern die sind halt ein bisschen auseinandergegangen zwischen den Touren und dem Bikepark selbst. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich dann gesagt habe, alles klar, für die Bikepark selber wünsche ich mir halt da noch ein bisschen mehr Reserve. Nächste Option wäre dann theoretisch ein Downhiller gewesen. Das war für mich aber nie eine Option, weil ich auch die ein oder andere Tour noch mitmachen wollte. Also ging die Entscheidung dann halt zum Freerider, 180 mm vorne hinten. Ja, und so kam ich dann auch zum Propane Spindrift, wo ich bis heute mega glücklich mit bin. Und dann hast du im Nachhinein noch was an dem Fahrrad verändert? Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Also fangen wir vielleicht mit dem Sattel an. Sattel habe ich heute von Esculap. Das ist so eine Mischung eigentlich, oder das ist extra so ein Enduro-Sattel, weil ich tatsächlich bei dem ursprünglichen Sattel, der drauf war, ist vielleicht nur so ein Männerding, aber mir sind zwischendurch auf längeren Touren tatsächlich die Weichteile eingeschlafen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Ist halt sehr unangenehm. Ja, und mit dem Esculap-Sattel bin ich jetzt dementsprechend mega zufrieden. Dann kommen wir zum Lenker und den Griffen. Die Griffe habe ich tatsächlich bewusst gewählt. Das sind Ergon GE2 Griffe, bin ich mega zufrieden mit. Und die verhindern einfach in meinem Fall so ein bisschen so dieses Armpump-Feeling. Ne? Also man merkt tatsächlich beim Bergauffahren, was für Griffe man hat. Weil man sich irgendwie, da ist nochmal so eine kleine Rille, wo man sich irgendwie nochmal anders dran festhält oder so. Beim Bergabfahren geben die halt ein super gutes Gefühl. Ja, der Lenker habe ich auch bewusst gewählt. Der größte Teil war da aber tatsächlich die Farbe. Und da fahre ich einen 760er Lenker von Azonic. Dann kommen wir zu den Bremsscheiben. Vorab ist zu sagen, ich fahre die Magura MT5. Vorne und hinten logischerweise. Und ja, das Ganze gepaart mit den damals serienmäßigen Bremsscheiben. Und ja, mit denen war ich von Anfang an irgendwie so ein bisschen unzufrieden, weil die halt so ein bisschen geschubbelt haben. Beim starken Bremsen, man hat immer so komische Geräusche irgendwie so ein bisschen gehört. Ja, und dementsprechend habe ich mich dann für die Hope-Bremsscheiben entschieden und habe dann auch im selben Atemzug gesagt, alles klar, da machen wir vorne und hinten direkt die 203 mm drauf. Ja, Pedale, ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen, die tauscht man immer mal wieder. Vorher hatte ich tatsächlich welche in Orange, das war so ein Kautschuk-Mischmaterial irgendwie und die sind mir tatsächlich im Bikepark Winterberg abgebrochen. Ich kann froh sein und glücklich sein, dass das halt nicht irgendwie nach einem Sprung oder so passiert ist, weil ich glaube, das wäre echt hässlich geworden. Es ist tatsächlich beim Antreten auf einen Sprung passiert. Ja, und dann zu guter Letzt sind es auf jeden Fall die Reifen. Die Felgen sind serienmäßig. Die Reifen sind mittlerweile auf Tubeless umgebaut. Ich fahre vorne den Maxxis Assegai und hinten fahre ich den Maxxis Minion DHR. Bin ich auch super zufrieden mit. Und genau, den Dämpfer, weil hier war ursprünglich ein Fox Float X2 Dämpfer drin und ja, den habe ich dann tatsächlich ausgetauscht
weil ich aber einfach mit dem Dämpfer an sich unzufrieden war. Da gab es zwei Garantiefälle und die sind halt so unglücklich gelaufen, dass ich gesagt habe, ich möchte mich so ein bisschen von Fox distanzieren. Du hast ja auch ziemlich viel Gold an deinem Fahrrad. Wie ist das? Ist das rein optisch oder? Tatsächlich, ja. Ich habe nämlich auch gerade vergessen, die Speichen zu erwähnen. Ja, und die habe ich mir tatsächlich unmittelbar, nachdem ich das Fahrrad damals bekommen habe. Die Speichen sind halt ursprünglich alle schwarz. Und ja, ich weiß, es ist ein Verschleißteil. Aber ich fand es halt optisch ziemlich ansprechend. Dementsprechend habe ich mir damals dann die goldenen Speichen bestellt und diese orangenen dazugehörigen Nippel sowie die beziehungsweise das Tubeless-Ventil für vorne und hinten, dass das halt alles so farblich ein bisschen zueinander passt und habe das halt dementsprechend dann einbauen lassen. Hättest du lieber ein Enduro-Fahrrad und einen Downhiller oder findest du, dass dieser Freerider den Spagat, den er ja auch machen soll, dass er den auch gut hinkriegt? Also ich finde, das ist auch mein persönliches Ding. Ich glaube, mit einem Freerider kann man heutzutage überall alles machen. Das geht auch schon mit einem Enduro, das ist auch kein Thema. Ich denke, dass jeder da so ein bisschen seine Mitte finden muss. Ich denke mal, letztendlich ist es nachher auch eine Frage des Budgets. Wenn es keine Rolle spielt, würde ich mir natürlich auch 15 Fahrräder holen und mir die in den Keller stellen. Dann hätte ich für jeden Bereich genau das Richtige. Aber ich denke, mit einem Freerider mit 180 mm, dieser Spagat, der klappt auf jeden Fall echt gut. Also man kann halt Touren fahren, weiß ich nicht, 70 Kilometer, 1200 Höhenmeter oder halt jeden Bikepark damit besuchen. Ne? Und da hat man echt so eine gute Mischung damit. Und fühlst du dich dann im Wald overbiked und im Bikepark dann underbiked oder passt das? Also overbiked im Wald würde ich tendenziell nie sagen. Mit einem Downhiller auf den Home Trails, ich glaube, das wäre so eine Geschichte, da würde ich mich ein bisschen komisch bei fühlen. Aber letztendlich kann ich sagen, dass es weder im Park underbiked noch auf den Home Trail Sessions irgendwie overbiked ist auf jeden Fall. In dem einen oder anderen Video hat man ja jetzt schon gesehen, dass du dich auch damit beschäftigst, wie weit du denn springst. Woher nimmst du denn diese Informationen? Diese Info habe ich tatsächlich von meinem Garmin Edge 530. Es ist im Prinzip ein überdimensionierter Fahrradtacho, der mir aber halt auch dann anzeigt, wie weit man gesprungen ist, wie lange man in der Luft war und ist halt auch so eine große Vitalsfunktion. Also man hat den Puls immer im Auge, durch den Brustgurt wird das übertragen. Ich habe an der Narbe hinten zum Beispiel auch einen Geschwindigkeitssensor, ich habe einen Trittfrequenzsensor. Das sind natürlich alles solche Spielereien, sag ich mal, die nachher für mich interessant waren oder beziehungsweise die halt, mit denen ich mich gerne mal zwischendurch auseinandersetze mit den Daten. Du hast ja gesagt, dass du mit dem Fahrrad auch tatsächlich den Spagat zwischen Enduro und Downhiller schaffst. Wie ist es denn beim Uphill auf deinen Home Trails? Also da muss ich wirklich sagen, dass mir da tatsächlich dieses ovale Kettenblatt mega geholfen hat, weil das ist halt wirklich so eine Geschichte. Ich konnte das am Anfang überhaupt nicht glauben. Also ich habe beim Kollegen damals auf dem Fahrrad gesessen, der das halt hatte. Und im ersten Moment fühlt es sich halt super komisch an. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn der eine Fuß oben ist und der andere unten, dann hat man halt gefühlt diesen Todpunkt, wo man halt keine Kraft auf die Pedale übertragen kann. Also das eine Bein muss halt runter und das nächste zieht ja hoch. Und genau in dem Moment kommt diese ovale Geschichte dann zustande, dass dieser Todpunkt im Endeffekt einfach, ja, einem abgenommen wird. Ein Video zu den Protektoren ist auf jeden Fall auch geplant und ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall bis hierhin dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat und das Format ebenfalls, dann schreibt auch mal gerne in die Kommentare vielleicht, was euer erstes Fahrrad war und was ihr heute fahrt. Würde mich auf jeden Fall auch über einen Daumen nach oben freuen und vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos von mir zu verpassen. Dankeschön.